Turi 2TV, das Branchenfernsehen. Jonas Wixford entwickelte das Webformat WDR 360 für YouTube und für Instagram. Jonas, wie macht man coole Nachrichten für den WDR, ohne dass es irgendwie so ein bisschen bemüht und peinlich wirkt, dass da jetzt der alte Sender auch was für die jungen Leute machen will? Ja, also die Gefahr, dass es bemüht und peinlich wirkt, die besteht, glaube ich. Aber ich glaube, das Rezept, das irgendwie dem zu entgehen ist, indem man einfach junge Leute auch ranlässt und es eben nicht von Menschen, die jetzt seit 20, 30 Jahren klassisches lineares Fernsehen machen, auf die Beine stellen lässt, sondern Leute im Team hat, die aus der Generation, für die wir das machen, kommen und die da zu Hause sind und die da auch schon andere Sachen konsumieren. Und die das so machen dürfen und sollen, wie sie sich wohlfühlen und wie sie zu Hause sind. Ich glaube, das ist das, was wir an Authentizität leisten können. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept, hoffe ich. Wie arbeitet ihr? Was sind Themen für euch? Und wo holt ihr euch die Inspiration für die Art, wie ihr diese Videos letztendlich macht? Inspiration, also wir machen ja tatsächlich größtenteils tagesaktuelle Themen, auch wenn wir jetzt nicht Breaking News oder so machen, weil dafür funktioniert YouTube auch einfach nicht. Aber wir machen schon Themen, die im tagesaktuellen Nachrichtengeschehen relevant sind, wobei wir Relevanz ein bisschen anders definieren, als es jetzt vielleicht die Tagesschau macht. Also relevant ist für uns das, was einen journalistischen Wert hat, aber was auch die Community, also ich sag mal 20- bis 30-jährige Leute interessiert. Das kann oft Politik und Wirtschaft sein, muss es aber nicht. Also es kann auch mal ein Musikthema sein oder ein Internetthema, ein Netzthema, aber wir machen Journalismus, also keine Party-Stories irgendwie und wir versuchen schon aus dem Pool des tagesaktuellen Geschehens Themen für uns abzuschöpfen, sie dann aber eben anders aufzubereiten, als man das vielleicht im klassischen Fernsehen machen würde. Trotzdem gab es dann nach wenigen Tagen schon ziemlich Prügel von Stefan Niggemeier zum Beispiel, der das Ganze auch eben nicht ganz so dolle fand, mal so gesprochen. Demotiviert sowas, dass solche Experimente dann gleich irgendwie über den großen Kamm geschert werden? Ach, das ist doch alles irgendwie Mist? Nee, das demotiviert überhaupt nicht. Also man würde sich immer wünschen, dass alle das toll finden, was man macht. Ich glaube, das geht jedem von uns so. Aber wir haben uns da jetzt nicht eingegraben und gesagt, oh Hilfe, jetzt kommen irgendwie Medienkritiker aus der Ecke und kritisieren das, was wir machen. Witzigerweise ja auch die Medienkritiker, die sonst auch gerne fordern, man solle doch mal was ausprobieren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nee, das hat nicht demotiviert. Mund abwischen und weitermachen, haben wir da gesagt. Zumal es ja auch so ist, für uns zählt das Feedback aus der Community so. Und das ist nicht so, dass die unkritisch wären. Auch von denen haben wir Kritik bekommen. Aber das ist dann doch nochmal ein bisschen konstruktiver, weil es eben von den Leuten ist, für die wir das machen. Und viele der Medienkritiker, ohne die jetzt abwerten zu wollen, ich lese die ja selbst, also gehören jetzt eben nicht zu der Community, für die wir das machen. Und von daher gesehen liest man das, ärgert sich an der einen oder anderen Stelle und weiter geht's. Wenn der Intendant Tom Buro euch jetzt 1 Million Euro geben würde, wie würdet ihr dann WDR 360 machen? Also ich würde echt total ungern über Geld reden, weil ich finde, Geld ist bei uns viel zu oft eine Ausrede dafür, Sachen nicht zu machen. Also wenn wir Geld hätten, dann könnten wir. Ich glaube, dass das nicht so ist. Also natürlich kostet das, was wir machen, Geld. Aber wir haben jetzt kein riesengroßes Budget und wir versuchen trotzdem da ein ordentliches Programm zu machen. Und im Übrigen ist es ja auch... Man muss, wenn ich kurz dazwischen sagen darf, natürlich bedenken, ihr habt den großen WDR im Rücken und entsprechend auch Zugänge und Material, auf das ihr ja zurückgreifen könnt, haben ja viele andere nicht gerade im Bewegtbildbereich. Genau, das ist absolut richtig. Wir haben den WDR im Rücken, wir haben die Infrastruktur, die der WDR hat, können wir nutzen. Das ist ein totaler Vorteil. Der hoffentlich ein paar andere Nachteile, die wir auch als WDR haben, ausgleicht. Aber jetzt zu sagen, irgendwie, wir bräuchten jetzt Summe X und dann würde alles ganz toll werden, finde ich Quatsch, weil wir können mit dem, was wir haben, arbeiten und daraus müssen wir irgendwie das Beste machen. Ist so ein YouTube-Format das Mittel, um Jüngere zurück ins TV zu holen oder ist es eigentlich eher ein Ersatz fürs TV? Eher Letzteres. Also ich glaube, dass wir es nicht schaffen werden, eine Generation von 20- bis 30-Jährigen durchgängig wieder ins lineare Fernsehen zu kriegen. Also was heißt wieder? Die waren ja noch nie da. Ich glaube, dass das auch nicht unser Anspruch sein sollte. Ich glaube, wir müssen, und das tun wir beim WDR auch, darüber nachdenken, wie wir es hinkriegen, lineares Fernsehen zu verjüngen.
das ist wichtig, aber das heißt nicht, 20- bis 30-Jährige ins Boot zu kriegen, sondern das ist eine Generation, die wird nicht mehr im linearen Fernsehen groß werden und für die müssen wir andere Angebote schaffen und das versuchen wir jetzt mit WDR 360, weil es ist ja auch so, das mag jetzt banal klingen, aber die bezahlen uns ja auch. Also warum sollten die zwischen 20 und 30 nicht auch ein Recht haben, ein für sie maßgeschneidertes Angebot zu haben? Und das finden wir, glaube ich, nicht im Linear oder finden sie nicht mehr im linearen Fernsehen, sondern woanders und da gehen wir halt hin. Insofern eher für diese Generation eher Ersatz als Mittel, sie da wieder hinzuführen. Jonas Wixford, Dankeschön.